Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C Sharp. So, heute haben wir was Großes vor, nämlich wollen wir mit Vererbung anfangen. Vererbung hört sich erstmal so an, okay, es ist gar nicht so schwer, ihr braucht da keine Angst vor zu haben und ja, wir werden das ganz langsam angehen. Alles gechillt. Okay, also zuerst einmal brauchen wir eine neue Klasse und ich würde sagen, ja, wir machen hier einfach mal hinzufügen, neues Element und können hier dann die Klasse auswählen, sagen hier einfach okay. Was wollen wir? Wir wollen von der Hundklasse erben. Und zwar wollen wir einen Dalmatiner erstellen. Okay, so, dieser Dalmatiner soll jetzt erben. Und zwar von dem Hund. Das bedeutet, wir wollen, dass der Dalmatiner. Ach so, übrigens, warum ich immer Hunde benutze. Oder irgendwelche Tiere. Es ist sehr anschaulich und man kann damit sehr gut erklären, was jetzt da die Vererbung irgendwie gerade macht, anstatt dass man irgendwelche abstrakten Sachen benutzt, die irgendwie keine Sau versteht. Deswegen diese Hunde. Also der Dalmatiner, wie wir alle wissen, ist eine Hunderasse und deswegen ist er auch ein Hund, denn alle Hunde sind Hunde, logischerweise. Also ein Hund ein Dalmatiner ist auch ein Hund, aber nicht jeder Hund ist ein Dalmatiner. So rum möchte ich das mal sagen. Und denn es gibt ja noch andere Hundearten und deswegen würde ich sagen, okay, wir können diesen Dalmatiner einen Hund werden lassen, sozusagen, indem wir hier einfach schreiben, okay, Doppelpunkt und dann Hund. So. Und das ist auch schon alles, das war jetzt Vererbung. Das heißt, euer Dalmatiner ist jetzt ein Hund. Und das ist die ganze Magie dahinter, also ihr braucht da wirklich keinen Schiss davor zu haben. Das bedeutet so viel wie jedes Element aus oder jede Instanz von dem vorderen Teil ist auch eine Instanz von diesem hinteren Teil. Das heißt, jeder Dalmatiner, den ihr hier in eurer Programm.cs-Datei erschafft, ist auch gleichzeitig ein Hund. Aber nicht jeder Hund ist auch ein Dalmatiner, weil wir ja gerade festgestellt haben, es gibt auch so kleine andere Hunde. Ich weiß nur gerade keine Ahnung, zum Beispiel ein Mops oder sowas. Also ein Hund kann auch ein Mops sein, aber jeder Dalmatiner ist ein Hund. Okay, ich glaube, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Das ist auch schon quasi der Hauptgedanke davon. Was wir jetzt hier drin machen können, sagen wir mal, wir schreiben uns jetzt hier eine Methode. Die nennen wir public void printme. Und das ist auch wirklich der einzige Sinn davon. Ich möchte euch zeigen, was jetzt hier passiert ist, indem wir hier einfach sagen, okay, wir erstellen uns einen Dalmatiner. So, New Dalmatiner. So, okay. So, und jetzt geben wir unseren Fifi quasi aus. Also console.writeline Fifi.toString. So, diese ToString-Methode hat jeder Dalmatiner, weil wir sie hier reingeschrieben haben gerade eben. Und was wir jetzt hier machen, ist ziemlich witzig. Achso, halt, stopp. Die müssen String zurückgeben. Wir haben sie ja gerade da drüben in Dings reingepackt. Okay. String red ist gleich leer. So, jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen, dass dieser Hund einen Namen hat. Ja, aber wenn jeder Dalmatiner doch ein Hund ist und jeder Hund einen Namen hat, dann hat auch jeder Dalmatiner einen Namen, nämlich den Namen, den er aus der Hundklasse geerbt hat. Und deswegen kann man hier ganz easy sagen, okay, jeder Hund hat einen Namen. Also hat auch jeder Dalmatiner einen Namen. Das heißt, ich kann hier einfach drauf zugreifen und sagen Name. Und da haben wir es schon. Hier steht Name aus Hund.Name. Das heißt, aus der Oberklasse. Dieses Attribut ist verfügbar für uns. Wir können hier einfach drauf zugreifen und sagen, ha, das ist mein Name, den kann ich benutzen. Das heißt, ich gebe den einfach mal aus. So, dann sagen wir hier Red Plus gleich. Was ich hier übrigens gerade mache, ist, ich formatiere das Ganze ein bisschen. Ich mache hier jetzt zum Beispiel noch ein Leerzeichen rein und sage dann, okay, Red Plus gleich. Einfach wieder ein bisschen mehr hinten dran hängen, damit man mehr Informationen in nur einem String hat. So, und jetzt sagen wir hier, ja, wenn jeder Hund auch eine gewisse Anzahl an Beinen hat, denn es ist ja hier definiert in unserer Hund.cs, hat jeder Hund eine gewisse Anzahl an Beinen. Okay. Das bedeutet aber, dass auch jeder Dalmatiner eine gewisse Anzahl an Beinen hat. Und die wiederum, Quatsch, nicht Dalmatiner, Anzahl an Beinen kann ich hier einfach hinten dran hängen. Und das wird einfach in den String reinkopiert jetzt. Und jetzt sage ich einfach mal Return. Ups.
Return Red. So, Red steht übrigens für Return, aber ich darf die Variable nicht Return nennen, weil das Wort reserviert ist. Deswegen Red. So, und wenn ich das Ganze jetzt starte, ihr seht, ich habe hier einen Dalmatiner gemacht und habe jetzt hier mal diesen Fifi.toString gemacht. Lasst uns das mal starten. Dann sehen wir hier, was passiert ist. Console Application 3.dalmatiner. Weil ich zu blöd war, die richtige Methode aufzurufen. Ich habe die ToString-Methode aufgerufen, die mir einfach bloß die Referenz ausgibt. Ich hätte eigentlich gerne die PrintMe-Methode gehabt. So. Ah ja, hier vorne muss ich natürlich den Typ auch noch ändern. Ich habe mich gerade gewundert. Das Ganze ist ja ein Dalmatiner, deswegen muss vorne Dalmatiner Fifi stehen und hinten muss Dalmatiner stehen. Warum das gerade eben keinen Fehler gegeben hat, bevor ich es ausgeführt habe, nur hier unten bei der Methode, erzähle ich euch von anders, glaube ich. Ist durchaus legitim, das so zu schreiben, aber man hat dann halt keinen Zugriff auf diese Methode hier. Gut, also, ich habe jetzt hier quasi nichts weiter getan, außer eine Methode hinzuzufügen, die den Namen und die Anzahl an Beinen hintereinander hängt. So, und ihr seht, Name ist nichts. Dann kommt ein Leerzeichen, dieses Leerzeichen habe ich hier eingefügt und dann kommt eine Anzahl an Beinen, nämlich 4. 4, da. So, das ist quasi das, was wir hier angegeben haben, nämlich den leeren String und dieses Standardargument an Beinen. Das bedeutet, hier wurde einfach für diesen Dalmatiner den Standardkonstruktor von dem Hund aufgerufen und ein stinknormaler Hund wurde erstellt und hier quasi eingefügt. Also sozusagen jeder Dalmatiner hat jetzt auch die Standardwerte von dem Hund. Mit den Konstruktoren und so weiter, das zeige ich euch in einem anderen Video. Es geht jetzt hier wirklich nur darum, dass ihr quasi so ein grobes Gefühl für Vererbung kriegt. Und ja, das ist auch wirklich alles, was man da braucht. Ich könnte auch eigentlich euch direkt den Konstruktor noch kurz zeigen. Das dauert ja nicht lange. Ihr wisst ja jetzt mittlerweile, was ein Konstruktor ist. Das heißt, wir schreiben hier einfach public Dalmatiner hin. Und dann kann ich hier wieder, wie bei dem Hund, auch den Namen eingeben und die Beine eingeben. So. Und jetzt rufe ich aber nicht meinen Konstruktor auf, beziehungsweise ich bin schon im eigenen Konstruktor, sondern ich rufe einfach den Konstruktor aus dem Parent auf, was das eigentlich wirklich Neue ist. Was man dazu in C-Sharp gemacht hat, man sagt hier einfach, okay, public Dalmatiner, man gibt hier alles ein, was man braucht und hinten dran, wie bei der Vererbung hier oben auch, schreibt man einen Doppelpunkt, dann Base, dann wieder die Klammern und wir sehen hier schon, wir kriegen es vorgeschlagen, String Name 2 und Int Beine 4, also Standardwert ist 4, das heißt, wir geben hier einfach den Namen 2 ein und die Beine. So, und jetzt kann ich hier wieder in meiner Programm.cs, kann ich hier wieder irgendwie den Namen angeben, nämlich Fifi. Und die Anzahl an Beinen, in dem Fall waren es nur 3, weil unser Fifi 1 verloren hatte. So, und wenn ich das jetzt starte, dann haben wir hier schon einen fertigen Dalmatiner, denn ich habe diese PrintMe-Methode aufgerufen, die ich nur bei dem Dalmatiner und nicht bei dem Hund habe. Übrigens, die Methoden vererben sich auch. Ich kann auch auf meinem Dalmatiner hier eine Genmethode aufrufen. Die ist hier. Das funktioniert alles, also keine Sorge. Auch ein Laut von sich geben. Ne, das geht nicht, die habe ich static gemacht. Genau. Also ich kann die Methoden aufrufen und ich kann die Variablen aufrufen und ich kann die Methoden von der normalen Unterklasse aufrufen und einen Konstruktor quasi schreiben. Base bedeutet einfach in diesem Fall der Konstruktor von der Oberklasse, also von der hier. Gut. Ja, ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden und ich bin nicht zu schnell für euch. Aber ihr seid ja schlau. Von dem her, alles klar. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare oder schreibt mir auch eine PN, ist alles kein Problem. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.